Hallo, willkommen zu meinem Reisebericht über unsere Zeit, 4,5 Wochen in Las Palmas auf Gran Canaria. Wir haben uns lange zurückgehalten in dieser Corona-Zeit mit Reisen und hatten dann aber den Wunsch, nun mal auch der Dunkelheit und der Kälte in Deutschland zu entfliehen und im Winter längere Zeit in Spanien, also genauer auf den Kanarischen Inseln, zu verbringen. Eigentlich wollten wir nach La Palma fliegen, aber aufgrund des Vulkanausbruchs haben wir davon Abstand genommen und uns für Gran Canaria entschieden. Wir wollten einen kombinierten Aufenthalt aus Arbeiten, Sprache auffrischen und Urlaub machen. Wir hatten vor Jahren, mein Begleiter und ich, schon Spanisch gelernt, aber das lag lange zurück und wir wollten jetzt das Ganze mal wieder auffrischen. Dann kamen wir auf Las Palmas, weil wir uns erinnerten, dass es dort ja auch einen wunderbaren langen Strand gibt und Großstadt. Und da haben wir gedacht, als wir das planten, sah es so aus, als würde sich Corona langsam verziehen. Wie schön, dann können wir ja nicht nur baden und schwimmen und eine Sprachschule besuchen, sondern dann vielleicht auch Kultur wahrnehmen in dieser großen Stadt. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Und diese Kombi hatte uns eigentlich doch verlockt. Und so haben wir, ich glaube, es war im September oder Oktober, für Dezember eine Reise gebucht. Am 13. Dezember ging es hin und am 12. Januar 2022 zurück. Und dann haben wir uns, als dann die Corona-Situation sich doch wieder zuspitzte, dann noch einen Sitzplatz, unser Mittelplatz, auch noch dazu gebucht gegen eine Gebühr. Ja, und eine Sprachschule haben wir dann auch über das Internet bald gefunden in Las Palmas, haben dort einen Einstufungstest online gemacht und wurden dann in A2 einsortiert, beide. Diesen Sprachkurs für 4 Wochen. Also das fand da auch über die Feiertage statt. Und dann haben wir uns eine Wohnung gesucht, bewusst eine Ferienwohnung und kein Hotel oder dergleichen, damit wir eben auch unabhängig sind und auch uns nicht irgendwie an irgendwelchen Frühstücksbuffets drängeln mussten und da einen gewissen Schutz vor Corona dann haben. Da haben wir eine, nach längerer Suche, das war gar nicht so einfach, das war dann auch im Herbst schon ganz gut ausgebucht, haben wir aber eine tolle Wohnung gefunden mit Schlafraum und einem kombinierten Küchen-Aufenthaltsraum und einem Badezimmer plus Balkon und, was uns natürlich wichtig war, WLAN, damit wir eben auch arbeiten konnten aus der Ferne. Ich splitte meinen Reisebericht jetzt auf in verschiedene Einzeltakes. Und zwar werde ich erstmal einen Abschnitt zu Las Palmas machen. Dann werde ich unsere einzelnen Ausflüge, die wir gemacht haben, nochmal gesondert in eine Folge packen. Wir waren in Agaete im Nordwesten der Insel. Das ist ein schönes weißes Dorf, schöne weiße Häuser mit archäologischer Ausgrabungsstätte. Wir waren in Maspalomas ganz im Süden und in den anliegenden Touri-Dörfern da, San Agustin und Playa del Inglés. Da sind wir jeweils immer mit Bussen gefahren. Wir hatten uns zunächst überlegt, wollen wir uns einen Mietwagen nehmen, aber nachdem wir die ersten Ausflüge mit diesen Überlandbussen, die es in Gran Canaria gibt, Globus heißen die, das sind die blauen Linien, haben wir uns entschieden, nee, also wir verzichten doch lieber auf einen Mietwagen. Also unter der Woche konnten wir den sowieso nicht nutzen, weil wir Schule hatten. Und zum Schluss hatten wir zwar noch mal 3-4 Tage frei, aber da haben wir gesagt, nachdem wir die engen Serpentinen entdeckt haben, wo dann die Busse und die Autos sich da aneinander vorbeiquetschten, nee, das machen wir mal lieber alles mit öffentlichen Linienbussen. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Na klar, man kommt nicht überall dann ganz direkt hin zu den Sehenswürdigkeiten, aber man kriegt doch einen guten Eindruck. Und ich fand auch gerade die Busfahrten sehr interessant. Man konnte die Passagiere ein bisschen belauschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen horchen, was die sich so auf Spanisch erzählten. Man kriegt da einfach mal ein bisschen einen Eindruck von Land und Leuten. Und das haben wir dann auch ausschließlich so gemacht. Wir haben uns dann jeweils Fahrkarten im Bus besorgt. Und für die Stadt gibt es die sogenannten gelben Linien, die Amarillas. Das waren dann die Kurzstrecken für die Stadt. Was heißt kurz? Also ich meine, die Stadt zieht sich, glaube ich, 6 Kilometer. Wir waren in Las Canteras. Und wenn man in die Altstadt Vegeta wollte, musste man also, gut, man kann zu Fuß laufen. Das sind dann aber 6 Kilometer. Und wir haben dann doch öfter mal auch den Bus genommen. Also was es auf der Insel nicht gibt, sind Züge. Ist auch nachvollziehbar bei den vielen Bergen. Es kommen jetzt, wie gesagt, die Einzelabschnitte Agaete, Maspalomas. Wir waren dann auch am Vulkan Bandama, das war auch sehr schön. Wir waren im Jardín Canario oder auch Botanischer Garten genannt.
Der war sehr sehenswert. Wir sind einmal, weil der Garten leider geschlossen hatte, weitergefahren nach Santa Brigida. Das ist ein Dorf in den Bergen. Dort gibt es dann auch einen Schaubauernhof, vielleicht auch ganz interessant für Familien. Wir haben dort Weihnachten verbracht, wir haben Silvester dort verbracht und die drei Heiligen Könige, die ja in Spanien am 6. Januar auch ein Feiertag sind. Das spielt für die eine viel größere Bedeutung als für uns, jedenfalls im Norden Deutschlands. Am 6. Januar werden dort Geschenke verteilt. Dazwischen hatten wir, wie gesagt, ständig Unterricht und sind dann nach unserem Kurs in A2 aufgestiegen in den nächsten B1. Eine Woche war das noch. Wir haben dann uns das Lehrmaterial dort erworben, Buch und Übungsheft. Und das werden wir jetzt hier in Deutschland natürlich nicht in die Ecke legen, sondern auch versuchen, unsere Lektionen nochmal weiter zu betreiben, die Übungen aufzufrischen. Sonst verliert sich das Ganze. Wir haben nämlich immerhin 4 Vergangenheitsformen nochmal wieder aufgefrischt. Und das ist gar nicht so, ohne zu wissen, wann man welche benutzt. Die Schule, die wir da am Wickel hatten, die war okay. Also insbesondere war eine Lehrerin hervorragend, didaktisch, ganz, ganz klasse, sehr sympathisch. Und die hat die Methoden immer gewechselt. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also es war nicht so, oh, jetzt muss ich mal wieder von 9 bis 13 Uhr hier die Zeit absitzen. Das war nicht trocken, sondern das war äußerst lebendig. Wir hatten auch kleine Gruppen. Zum Teil haben wir da wirklich nur zu viert gesessen. Das schwankte immer so ein bisschen. War recht intensiv, interessant und international. Wir hatten da aus ganz Europa TeilnehmerInnen und gut, viele Deutsche waren auch dabei und Holländer und Norweger, viele Skandinavier überhaupt. Jetzt habe ich diese Rede hier erstmal mit ein paar Fotos unterlegt für erste Eindrücke und nun geht das aber auch mit Bewegtbild los. Ja, das ist hier der Blick aus unserer Wohnung, die wir gemietet haben in Las Canteras, in Las Palmas auf Gran Canaria, um unseren Sprachurlaub hier zu genießen. Man sieht hier immer noch eine beliebte Fußgängerpassage. Es ist wunderbar warm. Wir haben hier so tagsüber 22 Grad und auch jetzt ist es noch sehr mild. Wir haben es jetzt nach 22 Uhr. Und die Leute amüsieren sich draußen. Das ist gut so in Corona-Zeiten, dass man viel, viel draußen sein kann.